Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der US-Konzern Apple hat aus Sicht der EU-Kommission jahrelang unrechtmäßige Steuervergünstigungen in Irland erhalten. Es geht um insgesamt 13 Milliarden Euro, wie Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel mitteilte. Das Geld solle Apple nun nachzahlen. Die irische Regierung widersprach der Entscheidung und kündigte umgehend Berufung an. Auch Apple will gegen den Beschluss vorgehen. Es sieht nicht ganz so schick aus wie ein neues iPhone, aber dieses Gebäude hier ist eine wahre Goldgrube. Der Apple-Firmensitz im irischen Cork. Hierher verschiebt der Konzern Gewinne aus ganz Europa zu minimalen Steuern. Genau damit will sie jetzt Schluss machen. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager schickte heute eine beispiellose Nachforderung in Silicon Valley. Bis zu 13 Milliarden Euro plus Zinsen. 0,005% sei der Steuersatz 2014 für Apple in Irland gewesen, sagt die Kommissarin. Das sind 50 Euro Steuern für 1 Million Euro Gewinn. Die EU-Kommission kritisiert, die irische Spezialbehandlung für Apple sei eine illegale Staatsbeihilfe. Europaweite Milliardenumsätze mit iPhone und MacBook, dass das alles nach Irland floss, habe nichts mit der Realität zu tun. Zudem habe Apple in Irland auch niedrigere Steuersätze gehabt als irische Firmen. Apple verteidigte sich heute, das sei ebenso in Irland. In Irland, wie auch in jedem anderen Land, in dem wir operieren, folgt Apple den Gesetzen und bezahlt sämtliche fällige Steuern. Irland plant, gegen die Entscheidung der Kommission Berufung einzulegen und Apple wird dies ebenso tun. Auch Irland also wehrt sich? Das klingt absurd, doch noch wichtiger als 13 Milliarden Euro ist Irland sein Ruf als Niedrigsteuerland, der Firmen wie Apple erst anlockt. Viele Menschen zweifeln derzeit am Sinn der EU, doch die heutige Entscheidung zeigt, wozu sie in der Lage ist. Sie zwingt den größten Konzern der Welt, Apple, ordentlich Steuern zu zahlen. Sie tut das gegen den erbitterten Widerstand der US-Regierung und sie setzt Irland unter Druck, das mit Dumpingsteuern seinen europäischen Nachbarn seit Jahrzehnten schadet. Das irische Steuersparmodell für Unternehmen wird auch Double Irish genannt. Wie es im Einzelnen funktioniert, erklären wir auf tagesschau.de. Für das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und USA gibt es immer mehr Gegenwind, auch aus der Politik. Ungeachtet aller Kritik wiederholte Wirtschaftsminister Gabriel heute seine Einschätzung, dass TTIP de facto gescheitert sei. Noch weiter geht die französische Regierung, die die EU-Kommission auffordern will, die Verhandlungen mit Washington zu stoppen. Gegen das Abkommen formiert sich schon länger ein breiter Bürgerprotest. Im Mittelpunkt steht die Sorge, dass Verbraucherrechte und Standards verloren gehen. Dass die Verhandlungspartner hinter verschlossenen Türen tagen, ist ein Kritikpunkt an den TTIP-Gesprächen. Seit 3 Jahren schon wird das komplizierte Freihandelsabkommen diskutiert, Fortschritte kaum zu erkennen. Die französische Regierung geht jetzt deutlich auf Distanz zu TTIP. Die Verhandlungen über TTIP werden wir nicht bis Ende des Jahres abschließen können. Die Gespräche sind festgefahren und unausgewogen. Es fehlt der gegenseitige Respekt. Durch mehr Freihandel mehr Wachstum schaffen in Amerika und in Europa, das wollen die Befürworter. Ziele sind, Zölle und Handelshemmnisse abzubauen und den gemeinsamen Wirtschaftsraum zu stärken. Streitpunkte sind die geplanten, nicht öffentlich tagenden privaten Schiedsgerichte und unterschiedliche Standards beim Verbraucher- und Umweltschutz. Verbraucherrechte könnten Konzerninteressen geopfert werden, das fürchten Kritiker. TTIP ist in der Bevölkerung unbeliebt und auch zunehmend unbeliebt bei europäischen Politikern. Der deutsche Wirtschaftsminister wirft Washington vor, nicht zu Kompromissen bereit zu sein. Ich glaube, dass die Amerikaner TTIP aktiv beendet haben. Durch schlichte Nichtbereitschaft, auf die Europäer zuzugehen. Für Sigmar Gabriel ist das Projekt erledigt. Die deutsche Wirtschaft will dagegen festhalten an TTIP. Es ist wichtig, dass man auch schwierige Situationen durchsteht, weil es keine bessere Alternative dazu gibt, weiter zu verhandeln und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ähnlich sieht man es auch in Brüssel. Die EU-Kommission führt offiziell die Vertragsgespräche im Namen aller Mitglieder der Europäischen Union. Die Kommission hat ein Verhandlungsmandat, einstimmig bekommen von allen Staaten und auch vom Europäischen Rat. Also wir werden weiterarbeiten wie bisher.
Unterstützung kommt aus Washington. Hier will man das Handelsabkommen ebenfalls nicht verloren geben. Wir arbeiten weiter an unserem Ziel. Wir wollen die TTIP-Verhandlungen bis Ende des Jahres abschließen. Da gibt es aber wichtige Aspekte, über die wir uns noch einig werden müssen. Trotz immer mehr Gegenwind gehen die umstrittenen Verhandlungen also erstmal weiter. Im September will ein US-Unterhändler zu Gesprächen über TTIP nach Europa reisen. Beim Datenverkehr im Internet soll es in Europa keine großzügigen Sonderregelungen für einzelne Anbieter geben. Das hat die EU-Regulierungsbehörde BEREC in ihren heute vorgestellten Leitlinien festgelegt. Telekommunikationsunternehmen dürfen demnach unter anderem keine kostenpflichtigen Überholspuren im Netz für bestimmte Inhalte einrichten. Datenschützer begrüßten das generelle Bekenntnis zur sogenannten Netzneutralität, also dem Prinzip, dass alle Daten im Internet gleich behandelt und mit gleicher Geschwindigkeit verbreitet werden. Hartz-IV-Empfänger erhalten vom kommenden Jahr an mehr Geld. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Alleinstehende bekommen dann 409 Euro im Monat. Das ist ein Plus von 5 Euro. Für Paare sind es mit 368 Euro pro Partner 4 Euro mehr. Kinder ab 6 Jahren erhalten 291 Euro im Monat, 21 Euro mehr als bisher. Die Höhe der Hartz-IV-Sätze wird regelmäßig angepasst. Sozialverbände halten das statische Verfahren für willkürlich und die Erhöhung für zu gering. Die SPD-Abgeordnete Hinz, die wegen ihres gefälschten Lebenslaufs unter Druck geraten war, wird von Donnerstag an nicht mehr dem Bundestag angehören. Eine Mandatsverzichtserklärung von Hinz sei heute bei Parlamentspräsident Lammert eingegangen und von diesem bestätigt worden, erklärte eine Bundestagssprecherin. Hinz hatte im Juli eingeräumt, Abitur und einen Jurastudienabschluss erfunden zu haben. Bei einem der größten Hilfseinsätze auf dem Mittelmeer sind gestern etwa 7000 Menschen aus Seenot gerettet worden. Die überfüllten und seeuntauglichen Boote waren auf dem Weg von Libyen nach Sizilien. An dem Einsatz waren neben der italienischen Küstenwache auch Schiffe von Hilfsorganisationen und der EU beteiligt. Seit Anfang des Jahres starben laut der Internationalen Organisation für Migration bereits 3.165 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Diese Menschen hatten Glück. Erschöpft und ausgehungert, aber gerettet. Rund 7.000 Flüchtlinge wurden allein am gestrigen Montag aus den seeuntüchtigen Booten in Sicherheit gebracht. An den Rettungseinsätzen waren die EU-Marinemission Sophia, die Grenzschutzagentur Frontex, Hilfsorganisationen und die italienische Marine beteiligt. Eine höchst komplexe Operation, die vom Kommandozentrum der italienischen Küstenwache koordiniert wurde. 7.000 Menschen und nur 2 Tote, das heißt, dass es eine großartige Leistung der Rettungskräfte war. Quasi ein Wunder, denn 7.000 Menschen an einem Tag im Kanal von Sizilien, das ist wahrscheinlich die höchste Zahl, die wir je hatten. Dass so viele Flüchtlinge im Augenblick auf dem Mittelmeer sind, liegt an der derzeit besonders ruhigen See. Bis jetzt sind in diesem Jahr nur nach Italien etwa 113.000 Menschen gekommen. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 116.000. Die Behörden gehen im Augenblick davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt nicht mehr Flüchtlinge nach Italien kommen werden als im letzten. Der Zustrom hat sich geändert in den letzten Jahren. Es handelt sich überwiegend um Afrikaner. Es gibt kaum mehr Syrer, weniger Eritreer. Es sind Migranten, die in Italien bleiben wollen. Und so sieht Erleichterung und Hoffnung der Geretteten aus. Knapp eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien mischt sich in die Trauer immer mehr Wut. Angesichts der zahlreichen zerstörten Gebäude kritisieren viele Angehörige Baupfusch und mangelnde Kontrollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. In dem am schwersten betroffenen Ort Amatrice wurde am Abend bei einer Trauerfeier der Opfer gedacht. Ein letztes Mal eng verbunden sein. Die Trauer ist groß. Der Schock sitzt tief. Viele von ihnen haben alles verloren. Die Trauerfeier für 28 Erdbebenopfer findet in einem Zelt statt. Die Kirche steht nicht mehr. Der Bischof von Rieti erklärt, nicht das Erdbeben töte die Menschen, es seien die vom Menschen geschaffenen Werke. Der Wiederaufbau darf keine politische Streiterei oder eine Art Plünderung sein, sondern es muss die Schönheit wieder aufleben lassen, von der wir Bewahrer sind.
Der Wiederaufbau soll bald beginnen, erdbebensicher. Schule und Krankenhaus wurden erst vor einigen Jahren nach neuen Vorgaben renoviert, hieß es. Dennoch stürzten sie ein. Das dürfe nicht wieder passieren, sonst würden Verantwortliche hinter Gitter gebracht, so Bürgermeister Pirozzi. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder lassen wir uns von der Trauer lähmen oder wir werden aktiv, so lange, bis wir mit neuen Häusern, die wir bauen, an die Toten von Amatrice erinnern können. Matteo Renzi nahm ebenso wie Staatspräsident Mattarella am Begräbnis teil. Um den Ort der Trauerfeier gab es Diskussionen. Sie sollte erst im 60 Kilometer entfernten Rieti stattfinden. Die Amatricianer haben protestiert. Sie wollen den Toten dort die letzte Ehre erweisen, wo sie gestorben sind. Die Erdbebenopfer von Amatrice müssen ganz von vorne anfangen. Vielen von ihnen fehlt im Moment die Kraft und auch das Vertrauen in die Politik. Deutschlands Nachwuchsfilmer bleiben international auf Erfolgskurs mit 3 Studenten-Oscars auch in diesem Jahr. In der Sparte Spielfilm gibt es 2 Preise. Einen für Alex Schad von der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Und einen für Felix Ahrens, der an der Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg studiert. In Am Ende der Wald erzählt er die Geschichte einer jungen Polizistin, die unbeabsichtigt einen Mann erschießt. Ein Kurzkrimi gefördert vom MDR. Ebenfalls ausgezeichnet ein Animationsfilm von Ahmad Saleh von der Kölner Kunsthochschule. Aber jeweils ein Oscar in Gold, Silber oder Bronze wird, das entscheidet sich bei der Verleihung in gut 3 Wochen in Los Angeles. Das Publikum liebte ihn als Komiker in den Klassikern von Regisseur Mel Brooks oder in Woody Allens legendärem Streifen, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Doch Gene Wilder sagte von sich selbst, ich bin Schauspieler und kein Clown. 83-jährig ist er jetzt in Stamford in Connecticut gestorben. Von Kollegen heißt es, sie trauerten um eines von Hollywoods größten Talenten. Extreme Regengüsse, aber insgesamt zu wenig Niederschlag und im langjährigen Vergleich etwas zu warm. Diese erste Bilanz zieht der Deutsche Wetterdienst zum meteorologischen Sommer, der morgen endet. Die durchschnittliche Temperatur lag danach bei 17,8 Grad, 1,5 Grad über dem Mittelwert. Am heißesten wurde es am 27. August in Saarbrücken-Burbach mit 37,9 Grad. Und damit die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 31. August. Auch morgen beschert uns Hochdruckeinfluss meist sonniges und sommerlich warmes Wetter. Heute Nacht ist es verbreitet klar, im Nordosten sowie südlich der Donau auch ein paar Wolken, im Süden hier und da Nebel. Morgen vielerorts sonnig, in der Westhälfte und im Süden später zeitweise Wolken und vom Schwarzwald bis zu den Alpen entwickeln sich stellenweise kräftige Schauer oder Gewitter. Auf den Nordseeinseln heute Nacht bis 16, im Mittelgebirgsraum teilweise nur 7 Grad. An der See morgen 23 bis 24, im Südwesten bis 30 Grad. Am Donnerstag oft Sonnenschein, im Norden und Süden auch mal Wolken und einzelne Schauer in Alpennähe Gewitter. Am Freitag meist sonnig und trocken, auch am Samstag noch weitgehend freundlich, aber von Norden wird es langsam wechselhafter. Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Thomas Roth und diesen Tagesthemen. Trickserei, wie Apple sich um Steuerzahlungen drückte und fehlende Kontrollen. Gefährliche Zustände im deutschen Güterverkehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.